doch einfach unnett. Das ist echt nicht schön, das macht man einfach nicht. Es gehört sich nicht, leere Dinge irgendwo hinzustellen. Die müssen wir was befüllen. Musst du so 1 Million Goldstücke reinstecken oder so. Oder so. Da darf ich nicht runter. Ah, wo könnte man denn da kommen runter? Um das mitzunehmen und dann speichern wir mal und gehen weiter. Gut, nehmen noch ein Algenwerk. Das heißt schon 2 Algenwerke. Müssen wir da oben schauen, vielleicht bei noch ein Algenwerk. Algenwerk. Ich finde kein Algenwerk da. Nein. Stiefel 4. Ja, richtig, da darf ich glaube ich gar nicht runter, ne? Oh, der Anzug! Ja, ich muss es einfach mal machen. Ihr wollt ja auch schauen, was ich sehen, was passiert, wenn ich das mache. Mal gucken. Gibt es noch Algenwerk? Kann ich denn lang? Wo ist es denn sicher? Ist es da unten sicher? Keine Ahnung. Steht auch nirgends, wo es sicher ist. Wo musst du hier lang? Das ist offensichtlich. Mensch. Oh, ich kann den Steinball runterschubsen. Wenn der Zeitlupenmodus nach unten fällt. Weil Zeitlupenmodus einfach cool ist. Matrix Move. Yeah. So, Stufe 4 sind wir dann. Noch weiter runter geht's nicht. Schubsen einfach mal den Stein da runter. Was dann natürlich ganz logisch Algenwerk nach oben wirft. Ergibt alles vollkommen Sinn. Da hinten noch so. Da ist Algenwerk, da können wir lang. Wand, geh weg! Ich lauf durch die durch. Und die ist auch angepisst. Mach irgendwas falsch. Ach, ich bombe einfach weiter Eiskristall drauf. Ach, ich hasse es, wenn sie Gegner verteidigen. Dann mache ich noch weniger Schaden, als ich sonst schon so mache. Könnte ich auch einfach mal Schulterramme machen. Warum mache ich nicht Schulterramme? Ja. Das macht böse Schaden, du. Das habe ich so völlig umsonst geblendet. Toll! Ah, mein Fuß. Es zieht! Okay, so ist besser. Ja, machen wir sie platt. Es ist jetzt nicht so ach komm. Brauchen wir eh nicht. Nur Punkte, die wir umsonst wieder bekommen. Ist doch mal was Schönes. Ich mag, wenn man Sachen umsonst bekommt. Bin ich ein absoluter Freund davon, von Sachen umsonst bekommen. Oh. Ich wollte vorher noch speichern. Speichern ist wohl nicht. Naja, was soll's. Oh, 57, gar nicht mal so schlecht. So, was kann denn der? Was hat denn der? Was will denn der? Wasser, Rahmenangriff, Klingenwaffen, Überraschung. Ich ignoriere mal einfach mal. Noch. Toll. Gegengift. Ich bin doch kein Franzose!
Schauen wir mal, ob das irgendwann... Also es macht gut Schaden. Wir müssen heißen Regenschirme austauschen. Irgendwas, keine Ahnung, atombetrieben oder Regenschirm oder so. Irgendwas, oder Weltuntergangsregenschirm, ist doch auch schön. Eine Wundsalbe wollen wir mal mit. Oh, für das einen Hummerpanzer. Hummerpanzer. 92? Ach, kann er wieder nicht raten. Mich. Ich hasse es. Über diese Nicht-Krieger-Dingsbums-Charaktere, die mir die fetten Rüstungen nicht tragen können, deswegen ständig sterben. Ach. So, aufpassen. Nehmen wir erstmal Algenwerk mit. Wie verkehrt? So, da können wir runter. Gehen wir aber doch nicht. Können wir da rauf? Müssen wir wohl auch rauf? Ja, dann müssen wir rauf. Habe ich gerade beschlossen, dass wir da rauf müssen. Denn dann können wir das hier runterschmeißen. Ach, Steine irgendwo runterschmeißen ist immer schön. Boah, was habe ich denn gemacht, dass die ganzen Muscheln mich nicht mögen? Ich habe irgendwas falsch gemacht. Vielleicht soll ich mich mal wieder waschen. Kapiert, waschen, weil ich unter Wasser bin, ne? Der tut schon weh, ich weiß. Ach komm, tanz mich mal. Ich brauche eine größere Knarre. Ich brauche sowas wie Magnets hat. Für jeden. Stellst du jetzt natürlich auch die Frage, warum sie in den Kampfanimationen nicht den Anzüge tragen. Stellst du natürlich auch die Frage, wie so ein Elektrogerät unter Wasser so problemlos funktioniert. Aber das sind Fragen, die man nicht stellen darf. Dadurch werden Spiele immer so unlogisch. Das ist nicht so gut. Kann ich nicht mitnehmen. Wie ich es hasse, wenn ich nichts mitnehmen kann in Rollenspielen. Oh, da habe ich die Algen schon ausgelegt. Hm, was ist denn das da? Nur ist nichts zu mitnehmen auf jeden Fall. Ja, da muss ich da erst wieder rauf. Das sind Hummermenschen. Hier gibt es nichts mehr. Ja, ja, Muscheln schützen, bla bla bla. Würde ich mal sagen, wir machen... Sicher ist sicher. Was ist da jetzt effizienter? Oh Mann, so Froststürm, was soll's. Sind sie geschockt? Ist nicht so gut. Ach komm! Das ist irgendwie scheiße, wenn die Heilerin geschockt ist. Führt nämlich jetzt gleich dazu, dass ich sterben werde. Ja. Das wird auch so nix. Ich habe danach natürlich nicht wieder gespeichert, weil warum auch? Speichern ist eh was nur für Anfänger, ich bin überpro. Spiele einen Tag durch. Eine Aufnahme. Ja, in Wirklichkeit ist es immer noch die erste Aufnahme. Ich mache nur zwischen den Pausen, damit niemand merkt, was für ein extremer Sukti ich bin. Also wenn ihr das hört, habe ich schon längst alles fertig aufgenommen und ich hätte vielleicht mal schauen sollen, ob ich kalt bin, was ich aber praktischerweise bin. Schön! Mal schauen, was Flammensturm so anrichtet. Schaut die K.O. 54, 56. Und Froststurm. Also ist Fleuer
Ich will die Länders. Lala. Die macht mal Gruppenheilung. 2. Oh, da stand irgendwas anderes, verdammt. Ich hab's nicht gelesen, weil ich gedacht habe, das ist wieder das mit den Franzosen. Ja, das ist ärgerlich jetzt. Ich mag diese Fähigkeit, ich mag sie wirklich. Vor allem die Tatsache, dass man damit Gegner K.O. bekommt. Es ist einfach eine schöne Sache. Was wollen die überhaupt beschützen? Pfeifen und noch gar nichts drauf. Kann ich da rauf oder? Ich mache lieber erstmal diesen hier. Und hänge am Gras fest. Das heimtückische Gras lässt mich nicht aufmachen. Gibt's hier auch irgendwelches? Gibt's hier das nicht gegen mich? Das mich nicht hasst? Naja. Gibt's Schlimmeres? Da kommt später noch deutlich Schlimmeres. Ach komm. Was soll der Geiz? Ja, ja. Klopf, klopf. Und so, ne? Kennt er ja schon. Schon mal gehört, schon mal gelesen. Ne? Schlechten Klopf, klopf, willst du dem sie halt immer so erzählt. Und dieser riesige Kasten hinten drauf, muss der nicht schwer sein? Ist alles leer. Sind sogar volle Gläser leer. Glas ist voll leer. Hey, ratet mal, wo wir hin müssen. Ja, Räuber, ich komme nicht vorbei. Hummerhai. Wie sprechen überhaupt Hummerhaie? Das wäre mal sowas, das mich interessieren wird. Heilen wir mal schnell, wir haben es ja. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie mir Sorgen machen müsste über meine MP, auch Magi-Punkte genannt. Ja, komm. Nicht reden, mehr kämpfen. Sieht dann mal 2 raus. Ja, ja, komm. Das macht's ja mal platt hier. Immer noch nicht. Voll ins Gesicht geschockt. Das war ein Schock fürs Leben für ihn. Wenn hier nicht bald wieder was passiert, komme ich mit noch mehr schlechten Witzen. Das wollt ihr nicht erleben. Hey. Erstaunlich, erstaunlich. Treiben sie wackere Gesellen für den ganzen Raum mit Licht. Das sind nur diese Gurken aus Zelda 3, Link to the Past. Was heißt hier leer? Ich verbitte mir das. Wie ist denn hier weiter? Ging es hier nicht weiter? Oh! Echt schlau sein. Ein Muschelgreifer. Ein was? Ein Muschelgreifer. Aha! Was soll er war das? Oh, Tabakpfeife. Ach da. Gerade Muscheln auf Distanz zu greifen. Setze hier deinen Späh. Der Tankkugler wird nicht erfreut sein. Bitte? Aber letzter Satz ist nicht verstanden! Was die anderen immer so aggressiv sind. Was haben die gemacht? Ich will doch nur hier lang gehen. Eine Welle des Vernichtung lostreten. Und schon kommen die wieder. Oh, und sind böse zu mir. Ach komm, was soll der Geiz? Ja, ja, komm, heil mal eng schneller. Ach komm.
Ja, das Ganze war so oh, vergiftet, ja klar. Sieht auch jetzt voll den Schaden raus. Warum nicht? Dann darf sich jetzt gleich mal selbst heilen. Oh oh. Jetzt aber bitte sterben. Er schießt daneben. Kann man den Wasser mit dem Elektrostrahl daneben schießen? Ich meine, das ganze Wasser müsste. So, und ich glaube, ich brauche jetzt keine Algen mehr, oder? Oder ist er? Gewichs! Nein, Hiller hat geritten! Frag mich! Warum ist jemand angekehrt? Das Problem muss hier gemacht werden! Beide noch was hier, hat er den? Unser Leben sieht die Organe liegen. Stell dir Belange der Taktik fest, Teufchen! Seid so rum mal ab und dann nimm lieber etwas. Trauben ankommen! Das sind die eindringlichen, mächtigen Tangenkugler. Ihr trinkt in die Tiefen meines Reiches, Rente. Darauf uns die Innern und seine Muscheln. Ja, naja, da ist man auch nicht, was seine Muscheln enthalten. Aber schon andere. Schweig, frecher Oberwäldler. Wird Zeit für ein Exempel. Oh. Ja, genau. Die war ja leer. Ach, einfach mal so schön blitzt und blinkt und leuchtet und so, ne? Ihr wisst schon Bescheid. So, jetzt wo wir ja diese Dinger nicht mehr brauchen unbedingt, können wir mal die restlichen Muscheln hier noch absuchen. Ein Muschelhelm! Habe ich mir schon immer gewünscht. Ja. Also hat sie Eleanor schon immer gewünscht. So, gut, weiter geht's. Klick. Wo könnte man denn jetzt noch hingehen? Ich habe nur begrenzt verfügbar. Also so, so technisch Schnür. Habe ich nur begrenzt, was habe ich davon überhaupt? Löwenzahn, Grashalm, bla bla bla. Ich habe so viel Zeug, Altenwerk, zweimal noch, okay. Gäbe es denn hier noch die Möglichkeit, würde es sich denn lohnen? Also hier nicht. Hier auch nicht, nein. Vergiss es, abgelehnt. Nein. Nein, auch nicht. Sowieso nicht. 3,50. 7,2. 39,5. Ich glaube, ich bin vom Thema abgeschweift. Hier auch nicht. Okay, ich schau mal alles ab. Aber ich glaube, ich weiß schon, an welche zwei Stellen ich noch gehen kann. So. Ah, machen wir. Muschel kann ich nicht mitnehmen, aber Stein kann ich mal wieder runterwerfen. Ach, ich laufe die ganze Zeit gegen diese, müsste ich da nicht normal noch ein Stück vorgehen können? Hier wurde nur unsauber gearbeitet. Ein wirklich schlechtes Spiel. Ein Klammerbeutel. Ja, zum Glück bin ich mit dem Klammerbeutel gepudert. Beutel voller Klammer. Was? Was soll ich denn damit? Soll ich den Gegner in den Kopf schmeißen oder was? Oh, nimm diesen Beutel voller Klammern. So, hier gibt's auch nichts mehr. Nur sicher gehen. Ja, da unten, aber da komme ich eh nicht hin. Warum soll die also da hingehen wollen? Das wäre doch voll idiomatisch. Oder so. Auf! Auf! Hier ist nichts mehr. Da drüben war ich, glaube ich, schon. Ne? Na war? Ja, war. Gehen wir das mal runter nochmal. Wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit. Seit gestern. Ich habe selbst keine Ahnung, was ich da überhaupt rede.
kriege einfach irgendwelche Worte zusammen und hoffe, dass es Sinn ergibt. Das passt schon, einfach weitermachen. Achso, da oben, ja, da brauche ich ja Kassel, um herauszukommen. So, aber da unten, da gab es nichts mehr, oder? Ich glaube nicht. Oh, oh, oh. Wie komme ich denn da ran? Hä? Ich habe doch diesen Muschelgreifer, wie benutze ich den? Hallo, Muschelgreifer. Was war denn? Ja, und wie kann ich jetzt nicht benutzen oder was? Hallo, lass mich doch den Muschel greifen. Lass mich doch den Sternen greifen. Nö, komm ich nicht hin. Ach, das ist doch Diskriminierung. Bloß weil ich weiß bin. Na, wenn dem so ist, dann gehen wir da nach da oben. Das ist ganz klar, ne? Oh, wo noch Tauwerk liegt. Algenwerk. Ach. Alles derselbe Scheiß. Wo die Schnür liegt. Schnür. Mal schauen, wer das kennt. Wahrscheinlich keiner, weil die Schnür jetzt nicht unbedingt der Mega-Hinweis auf das ist, was ich gerade meine. Ein Druckluftkanister. Ich habe lauter Zeug, von dem ich nicht weiß, was ich machen soll. Achso. Das soll ich mich wieder für später auf, wenn ich es mal brauche. Ich werde es nie brauchen, das ist der Haken an der Sache. Pump du mal weiter. Ganzen Schmief aus dem Anzug pumpen. Ich sag mal, geh weg. Och, komm. Ich hasse es immer, wenn irgendwelche NPCs da einen entgegenlaufen und oh, ich geh da vorbei. Mir egal, ob du einen Raketenwerfer in der Hand hast. Ich geh da lang. Ist mir jetzt auch scheißegal, dass du mir ins Gesicht geschossen hast. Ich geh weiter da lang. Und dass ich tot bin, ist mir zweimal egal. Dann liege ich eben im Weg rum und du kommst nicht vorbei. Was hast du jetzt davon? Solche Sachen sind nicht lustig, wenn man sie erlebt. Das ist mir in Fallout 1 vor allem oft passiert. Ich gehe da nicht weg, vergiss es. Ist mir scheißegal, ob du ein Plasmagewehr in der Hand hast und eine verbesserte Powerrüstung anhast. Und ob ihr zu dritt seid. Die anderen auch Powerrüstung haben. Und Plasmagewehre. Und Plasmagranaten. Und C4-Sprengstoff. Und Raketenwerfer. Und einen Superpower-Vorschlagshammer. So, muss ich jetzt hier runter? Da muss ich runter, da runter. Ist mir alles völlig egal. Ich bleib da stehen. Ich gehe hier nicht weg. Ich glaube, hier bin ich falsch. Woher nehme ich denn so ungefähr Kenntnis? Ha! Vielleicht kann ich ja den Greifer da benutzen. Ha! Hau ruck! Was geht? Dann weg, den Muschelgreifen! Du angst dir einen Muschelhelm. Da viele Muschelgreifer runter. Pass auf, Schatz! Wie kommt der List? Kein Fallmechaniker! Egal, ich habe noch einen Muschelhelm. Der ja schlechter ist, wie wir bereits feststellen durften. Aber Heisen freut sich. Mit sein neues Mützle. Und sein Schütze. Ah, schade, dass den Witz jetzt kein Schwein verstehen wird. Dann haben wir hier wohl alles abgegrast. Alles leer gefischt, sozusagen. Der tut auch weh. Und sie werden nicht besser werden, das ist ja das Schlimme. So, Rinder. Brumm, 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 brumm. So, jetzt wird's bla bla blub 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 bla bla blub 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 blub. Warum können Fische nicht sprechen? Ja, versuch du immer mit dem Maul voller Wasser zu sprechen. So.
Guck mal, da ist oben was am Kopf kleben, weißt du das schon? Ja, ja. Sind ja geborene Diplomat, Leutnant. Ich sag mal, einschätzen. Wir bomben gleich mal eine Gruppenmeinung raus. Und Blinder ist immer gut. Ich hasse solche Attacken. Ich hasse sie wirklich. Und mit Wasserrammangriffe, Schwächen über Feuer, Schlägen, Schuss machen. Na, da haben wir doch schon mal was. Schläge, Schusswaffen, Feuer. Feuer, Feuer, Feuer! Ach, Magie benutzt. Funktioniert natürlich trotzdem. Okay, Gruppenheilung und Stille. Der ist blind! Trotzdem trifft er mich. So, jetzt ist erstmal Schluss hier mit lustig. Das hilft, ja, dann schläfe ich hier noch ein. Simon, das läuft vergangen! Wie? Angeber!